Die Hinzuverdienstgrenze 2021 wurde auf 46.060 Euro angehoben. Wie berechnet sich eigentlich diese Hinzuverdienstgrenze? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Seit ein paar Tagen wissen wir es ja, die Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2021 für die Altersrenten steigt auf 46.060 Euro. Und das ist ja ein Zahlbetrag oder Geldbetrag, der doch recht undurchschaubar ist. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kommt denn eigentlich der Gesetzgeber darauf, diesen Betrag so festzulegen? Denn willkürlich oder mit Pi mal Daumen macht ja der Gesetzgeber nichts. In der Gesetzesbegründung mal nachgelesen und die neue Hinzuverdienstgrenze berechnet sich praktisch wie folgt. Faktor 14 mal 3.290 Euro ergibt 46.060 Euro. Na, was ist denn jetzt der Faktor 14 und die Zahl 3.290? Die Zahl 3.290 ist noch relativ einfach. Das ist nämlich die neue Bezugsgröße im Jahr 2021. Das ist eine Rechengröße für die Sozialversicherung. 3.290, Bezugsgröße 2021. Und der Faktor 14 ist auch nicht willkürlich ausgewählt. Da hat der Gesetzgeber nämlich Folgendes gemacht. Er hat gesagt, okay, wenn du Versicherter 12 Mal im Jahr 3.290 Euro verdienst und wir gehen davon aus, dass du auch Weihnachts- und Urlaubsgeld oder andersrum Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekommst, dann sind das ja nochmal 2 Monate dazu, also 14 Kalendermonate. Und genau diese 14 Kalendermonate multipliziert mit der Zahl 3.290 ergibt diese neue Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.